Habe ich mir den Code gemerkt? Mal gucken. Also einmal auf gut Glück. 071990. Yay, sehr schön. Kurzzeitgedächtnis funktioniert. Noch. Wer weiß, wie lange. Blei brauchen wir nicht. Ledertorso. Was ist das Ding wert? Nichts. Okay, 250 Kronen. Gucken wir im Bauplan. Nicht so wirklich. Ich habe ja hier noch einen Bauplan. Aber der ist 500 wert. Den können wir verticken für 20 oder 30 Kronkorken. Bei mir im Job die besten Preise im ganzen Ödland. Aber auch erst, wenn wir wieder zu Hause sind. Und wir haben noch einiges vor. Machen wir schön zu hier. Machen wir schön zu hier. Wir wollen nicht, dass uns irgendwer verfolgt. Licht erstmal wieder aus. Sniper-Stealthy-Modus aktiviert. Nur aber los. Mal schauen, wer hier auf uns wartet. Sehr cool. Sehr cool. Quasi eine weitere Ortschaft in dieser Ortschaft. Damit hat sich Bethesda natürlich ein bisschen einfach gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es akzeptabel aufwendig ist, hier so einen Zusatzraum quasi an so einen anderen Raum anzufügen, als im Gegensatz dazu irgendwie eine komplett neue riesige Ortschaft auf einer eigentlich schon bestehenden Karte zu implementieren, hinzuzufügen und so. Aber naja, das ist Halbwissen. Vielleicht reite ich ja auch gerade den Mount Stupid. Ist auch gut möglich. Na gut. Scheint alles ruhig zu sein. Nein. Riesenameise. Die kann sich ein Glück nicht vergraben. Katsching, hast du Säure für uns? Vielleicht ein wenig Säure. Machen wir den Inventar auf? Nein, leider nicht. Aber es ist verdammt viel wert. 25 Kronkorken für so ein bisschen Fleisch. Unverbindliche Preisempfehlung. Das lohnt sich. Bin ja sehr gespannt, was das wert ist, wenn wir... Na, wo ist die Kühlflüssigkeit? Wenn wir das braten, ob das mehr oder weniger wert ist. Theoretisch müsste es ja im Wert steigen. Haben wir hier alles? Ich gucke lieber nochmal nach. Ist auch wieder so ruhig, ne? Kaum Hintergrundmusik. Doch jetzt. Ah. Das ist aber Vanilla, ne? Das kommt nicht von meiner Playlist. Das ist alles Vanilla. Oh. Eine schöne Haarklammer. Davon gibt es weitaus weniger in Fallout 76 als im Gegensatz bei Fallout 4. Ja. Speicherkontrollraumschlüssel. Natürlich, den nehmen wir mit. Bisschen Plastik. Ans Terminal gehe ich gleich ran. Wir können wahrscheinlich gleich diese Tür da öffnen. Diese... Ah! Alter Schwede, hab ich mich erschrocken. Wow, ich schmeiß mich weg. Wir haben gut Schaden genommen. Aber auch nur, weil ich im Modus war. Im Schlossknacke-Modus. Meine Güte. Das kam plötzlich. Das ist hier einfach nur der andere Weg, ne? Hab ich richtig verstanden? Jawohl, sehr schön. Hätten wir das Gebiet großräumig hier erkundet, dann wollen wir mal hacken. Ist das hier überhaupt hacken? Jawohl, sehr schön. Damit hätten wir dann auch die nächste Challenge heute absolviert, für die wir gleich ein paar Atome bekommen. Cool. So, erstmal wie immer die Klammern schließen. Ja, sehr schön. Klammer, Klammer, Klammer. Immer schön von links. Und wenn man kann, dann von innen nach außen. Also falls da gerade zwei Klammern sind, weil sonst kann man die innere Klammer nicht mehr lösen, wenn man die äußere Klammer gelöst hat. Nein, nein, noch nicht. Ja, das gehört ja alles dazu. Passt perfekt, ne? Doch, ist schon perfekt. Ne, nee, wir haben noch zwei Passwörter. Mal gucken. Und da war es nur noch. Hä? Versuche zurückgesetzt. Oh ja, das gibt es auch manchmal. Nicht alle Klammern
entfernen einen Falscheintrag. Manche setzen auch die Versuche wieder zurück. Aber weil ich ja immer von vornherein erstmal die Klammern löse, habe ich davon eher weniger. Aber das kriegen wir schon hin. Tarp. Ein Treffer. Trey. Wie viel kriegen wir? 10 Atome, immerhin. Pip-Boy registrieren. George, Haus macht automatisches Vorratslager dicht. Bitte löschen, bevor alles versiegelt wird. Hoffentlich geht's dir gut. Sensoren initialisieren. Registrierung abgeschlossen. Gegenmaßnahmen deaktiviert. Pip-Boy bei Zugangspunkt verwendbar. Oh cool, sehr schön. Damit dürften wir jetzt weiterkommen als vorher. Was haben wir noch? Besucherführer Walkthrough. George, Sie ziehen die erste Tour vor. Du hast gesagt, wir brauchen 6 Monate. Wir haben 2 Wochen. Das hier sind meine Notizen für die Tour. Ich habe im Lager noch mehr hinterlegt. Für Notfälle räumen die alle weg, bevor die Gäste eintreffen. Erledige das. Kay. In 10 Schritten zum erfolgreichen Verkauf. Erstens, registrieren Sie Ihren Pip-Boy vor dem Eintreffen der Kunden an diesem Terminal über die Auswahlfunktion auf dem vorherigen Bildschirm. Ja, weiter. Ich klick. Ah. Fang damit an. Nur so kannst du das Sicherheitssystem deaktivieren. Die Rechtsabteilung wird uns grillen, wenn wir noch mehr Verletzungsformulare einreichen. Und dann brauchen wir noch mehr Verletzungsformulare. Grüße Kay. Zweitens, begrüßen Sie den Kunden mit freundlichem, aber festem Händedruck. Heutzutage eher weniger, aber da war das noch ganz okay. Drittens, führen Sie den Kunden zum Eingang und tragen Sie die beigefügte Einführung in das automatische Robco-Vorratslager vor. Viertens, positionieren Sie sich innerhalb des Scan-Bereichs vor dem Lagerzugang. Fünftens, halten Sie den registrierten Pip-Boy vor, das patentierte Easy-Access-Auge von Robco. Der Kunde muss einfach im Ring stillstehen. Das ist echt nicht schwer. Grüße Kay. Sechstens, betreten Sie das Vorratslager. Siebtens, gehen Sie die Tour durch das automatische Vorratslager durch. Achtens, begeben Sie sich zum Robco Megaspender. Ja, neuntens, geben Sie dem Kunden eine Automarke, eine Automatenmarke und bitten Sie ihn, diese an einem Platz seiner Wahl zu hinterlegen. Wir haben nur eine Marke. Ich habe sie auf dem Podium im Ausstellungsraum gelassen. Verlier sie nicht. Grüße, Kay. Zehntens, begleiten Sie den Kunden mit seinem Andenken hinaus, während Sie das Skript über die Anpassungsfähigkeit des Robco-Vorratslagers rezitieren. Haus wird alles versuchen, um uns den Laden dicht zu machen, will Ressourcen für persönliche Zwecke nutzen. Die Tour muss ein Erfolg werden. George, ich habe was unterm Schreibtisch deponiert. Versau es nicht. Kay. Ich musste gerade an Mr. House denken aus Fallout New Vegas. Und dann kam mir so der Gedanke, wer weiß. 2021, Bethesda veröffentlicht großräumiges DLC, gut, ein kostenpflichtiges DLC, wo man dann in Fallout 76 nach New Vegas reisen könnte. Oh Gott. Gott, Gänsehaut pur gerade, Leute. Sehr schön. Aber nur eine kleine Gedankenspinnerei meinerseits aus. Wir müssen da runter. Wie komme ich da runter? Wie kommen wir da runter? Tür versperrt. Da kommen wir nicht rein. Vielleicht später. Wollte gerade gucken, ob hier irgendwo ein Fahrradschloss hängt. Aber nein, ich bin hier gar nicht bei Division 2, was ich auch gerade parallel spiele. Aber wir werden schon runterkommen. Ach, guck mal einer an. Hey, na, wie geht's euch so? Sollte mal wieder in meinen Kampfmodus gehen, bevor mich ein paar lächerliche Ameisen zerlegen. Schön. Direkt auf die Fühler. So gefällt mir das. Sind das Pappbecher oder Plastebecher? Weder noch. Es ist nur dick. Oh mein Gott! Alter Schwede, habe ich mich gerade erschrocken. Oh oh. Oh oh. So. Von jetzt an wurde es nur noch schlimmer. Toi, toi, toi. Da sind schon mal ein paar Gegner. Klickidi, klick, klick. 375. 3,75-facher Extra-Schaden. Ist eine coole Sache. Schleichen lohnt sich wirklich. Vielleicht Licht mal aus, damit wir richtig schleichen können. Na gut, Licht wieder an, weil wir sonst nichts sehen. Ich finde, Sehen ist schon verdammt wichtig.
So, noch ein paar extra Vorräte einstecken. Oh, Kohle, Vorkriegsgeld. Hier unwichtig, bei Fallout 4 verdammt wichtig, sofern man den Nuka World DLC nutzt. Und nun ja, es wiegt halt nichts. In Fallout 4 hier schon. Nicht viel, aber es ist erwähnenswert. Ach ja, Jemine. Das wird ja immer verzweigter hier. Brauche ich noch irgendwas von euch hier? Nee. Blei aktuell nicht. Früher hätte ich das nie liegen gelassen. Aber nach unserem ersten Besuch in der Lucky Hole Mine ist Blei kein Thema mehr. Ach, guck mal, jetzt haben wir den Durchgang geschaffen. Ja, mach auf. Mach auf. Stopp. Geht doch. Noch irgendwas? Oh, wir haben Energie verloren. Ach so, weil ich verdurst, so sagt es doch einer. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Was mache ich denn falsch? Jetzt noch ein bisschen aufbereitetes Wasser. Nee, wir haben mehr als genug abgekochtes Wasser. Trinken wir doch das. Aber das wäre es soweit, ne? Ja, ich glaube schon. Oh, Fury. Sehr schön. Damit hätten wir 4 Versionen von Fury. 4 mal Fury. Für unser Suchtikus-Bild. Was wir irgendwann mal wieder aufbauen sollten. Aber das macht natürlich gerade keinen Sinn, weil wir unsere Lieblings-Junkie-Waffe nicht mit dabei haben. Jim Carroll. In den Straßen von Appalachia. Hm, soweit so gut, ne? Vielleicht mal eben noch hochspringen. Eventuell hat sich hier irgendwas versteckt, aber nein. Nein, nein, nein. Lampe aus. Schleichen. Hallo? Was sind das? Sind das Spielautomaten? Sind wir schon in New Vegas? Und ich habe es noch nicht mitbekommen. Das sah gerade so ein bisschen aus wie so eine Reihe einarmiger Banditen. Das wäre natürlich ganz cool. Münzschacht, Einhand-Nahkampfwaffe. Ach, guck mal. Münzschacht waffenlos, Münzschacht Pistole, Münzschacht Gewehr. Ich würde ein Gewehr rangehen, auf jeden Fall. Ich brauche noch eine legendäre Variante von einem Unterhebelgewehr. Das Teil würde ich mir ganz gerne mal als Sniper ausbauen. Aber dafür haben wir noch nicht viele Bauteile. So, da ist die Münze. Mega Dispenser Test Token. Das ist der Schatz. Mehr nicht? Ein Automat? Hm. Schrotflinte. Ja, ich weiß nicht. Es gibt auch coole Energiewaffen. Aber das kann ich mir ja alles sparen. Ich gehe mal auf Gewehr. Wenn du deine Marke hier einführst, erhältst du ein Gewehr. Möchtest du die Marke einführen? Ich würde ja speichern gerne, ganz gerne vorher, aber das geht natürlich hier nicht. Ah, will ich wirklich ein Gewehr? Wir haben schon ein ziemlich gutes Jagdgewehr, das ist schon nicht verkehrt. Aber da geht noch was. Da geht noch was. Oh, ein Junkie-Bild-Jagdgewehr mit Exploschan. Ihr habt mich überzeugt. Marke einführen. Jagdgewehr hinzugefügt. Kritische Schüsse im Wetz verursachen 50% mehr Schaden. What? Aber kein Exploschaden, ne? Was verdammt schade ist. So, wo ist es denn? Anti-Rüstung-Jagdgewehr. Level 50. Nee, leider kein Exploschaden. Aber ignoriert 50% der Rüstung deines Ziels, ist auch nicht zu verachten. Da dann noch so einen schönen 50er Kaliberverschluss rein basteln, das wäre schon nicht verkehrt. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendwo, jetzt durch das Wastelander DLC, hier irgendwo in der Welt noch neue Marken dafür. Oder generell, wenn wir Quests abschließen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich nur ein einmaliger Einsatz war. Sprich mit Duches. Ja, machen wir gleich. Eine Sekunde. Ich will kurz mal was gegenchecken. So. Fantastic 5000 macht 250 Schaden. Ist halt nur, ne? Ist halt nur ein anderer Schnack. Kugeln explodieren. Im Wetz kostet das Teil 25% weniger. Und der Schaden erhöht sich um 10%, wenn du mutiert bist. Das ist, das ist natürlich jetzt wirklich keine Alternative, die wir hier bekommen haben. Aber ich glaube, ich kenne jemanden, der das Teil gut gebrauchen könnte. Wobei, derjenige
Schrägstrich diejenige. Spielt ja auch schon fleißig. Holt mich gerade ein, leveltechnisch. Ist schon bei Level 45. Also müssen wir hinne machen. Los geht's, zurück zu Duchess. Rauslaufen brauchen wir ja nicht. Reisemodus. Und direkt wieder zum Wayward. Und dann sind wir auch schon beim Wayward. Mal gucken, was die gute Duchess zu unserem Jagdgewehr zu sagen hat. Der Schatz. Aber wie erwähnt, ich tippe darauf, dass wir im Laufe von Wastelanders noch einige Marken für die Automaten finden. Einige Marken für die Auto... Ja doch, das hat funktioniert. Das war rhetorisch korrekt. Sehr schön. Was ist da gerade umgefallen? Hey, hier muss mal einer aufräumen. Duchess, was machst du den ganzen Tag? So, hi. Willkommen zurück. So staubig, wie du aussiehst, hattest du auf deiner Schatzsuche tatsächlich Erfolg. Allerdings. Rück's raus. Was hast du gefunden? Da war so gut wie nichts zu finden, aber immerhin bin ich so an eine schicke Waffe gekommen. Bloß eine veraltete Waffe und jede Menge Schrott. Du schuldest mir was. Lügen, der Ort war bereits ausgeräumt. Jemand muss uns zuvor gekommen sein. Es hat ein Tor zu einer anderen Zeit geöffnet. Welches Jahr schreiben wir? Ja, das sage ich mal aus Spaß. Na gut. Dann gehe ich einfach davon aus, dass es sich für dich gelohnt hat. Ich wünschte nur, ich könnte mehr beitragen. Ich werde dir Rabatt geben. Solange ich noch lebe, bezahlst du hier nicht den vollen Preis. Ist das Mindeste, was ich tun kann. Danke. Ganz ehrlich. Dank dir geht es uns jetzt besser. Pass da draußen auf dich auf, Schätzchen. Ich weiß, wovon ich rede. Nice, sehr schön. Was haben wir gerade gekriegt? Haben wir gerade legendäre Dollar von ihr bekommen? Haben wir gerade Scheine bekommen? Auf irgendwas haben wir jetzt... wir haben jetzt von irgendwas 300. Bauplanbogen, oh mein Gott! Oh mein Gott, ja! Das ist ja großartig und generell sollten wir jetzt bei ihr einkaufen gehen, wenn wir einkaufen gehen. Aber wobei, sie hat ja jetzt nicht wirklich das Praktischste für uns. Aber zumindest bekommen wir hier einen besseren Preis. Bier habe ich noch, ne? Aber ein zweites kann nicht schaden. Ist hier noch irgendein Bier zum Mitnehmen? Hast du vielleicht ein Bier für uns, Mord? Nee, du trinkst nicht mehr, ne? Kein Bier, aber zumindest Apraxo aus einer Mülltonne. Aber da sage ich nicht nein. Säure ist Säure. Na, kommen wir auch daran? Geh weg da, Korb. Sag ich doch. Ich komme an meiner Apraxo. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... ja, wir können ja nochmal quatschen. Was willst du haben? Was willst du haben? Du warst bereit, mir die Schlüsselkarte für das Lager zu geben. Willst du denn nicht reich werden, wie wir alle anderen auch? Nein, Schätzchen. Appalachia ist meine Heimat. Immer schon gewesen. Ich wäre nie lange fortgeblieben. Ich dachte, ich wäre nur ein paar Monate weg. Aber die Geschichten über Seuchen und Monster haben nicht abgerissen. Als ich hörte, dass alle wegen so eines Schatzes zurückkommen, dachte ich, die Monster seien nicht echt und sollten nur als Abschreckung dienen. Ich habe die allgemeine Verzweiflung der Leute wohl ziemlich unterschätzt. Darum kam ich zurück, um allen was einzuschenken und um endlich wieder zu Hause zu sein. Ja, home sweet home. Zu Hause ist es einfach mal am allerschönsten. Sag mal, was hast du eigentlich vor dem Krieg gemacht? Ich? Eine Geschäftsfrau hatte einigen Erfolg im Pharmaziebereich. Drogenhändlerin. Habe neue Freunde kennengelernt und jede Menge Feinde. Aber ich konnte genug Kram und Vorräte beiseite schaffen, um den Weltuntergang zu überstehen. Drogen. Nun, mir ging es besser als vielen anderen. Ich tauschte fast mein gesamtes Hab und Gut ein, um diesen Ort zu errichten. Jetzt ist das Wayward mein Vermächtnis. Auch dank dir. Cool, naja. Selfmade-Frau halt. Unten in Welch war eine Frau namens Duchess. Kennst du sie vielleicht? Ich habe von ihr gehört. Sie soll eine kluge, geschickte und einfach umwerfende Drogenbaronin sein. Aber ich glaube nicht, dass du sie finden willst, Schätzchen. Sie hat nichts als gebrochene Familien hinterlassen. Zu unser aller Glück hat sie seit den Bomben niemand mehr gesehen. Es gab schon mehr als genug Monster in der Welt. Ist sie das selber vielleicht? Und sie hat dieses Leben einfach hinter sich gelassen? Also wenn das der Fall ist, dann finde ich gerade ihre Erzählweise sehr cool, muss ich sagen. Kannst du mir was über Bessie erzählen? Sie ist grandios, oder? Hab sie als Schnäppchen bekommen, weil das Militär all ihre Waffen abmontiert hat.
Sie ist die perfekte Kombi aus Kuh und Gabelstapler. Ohne sie hätte ich all den Kram nie hierher geschleppt, geschweige denn diesen Ort errichten können. Es war Salts Idee, sie zu lackieren und ihr Sprachmodul so zu verbessern, dass es zu ihrer Funktion passt. Ja, sehr interessant. Irgendwelche Hinweise auf weitere Schätze? Nein, nichts außer dem Gerücht über den Dicken. Es erzählen immer alle, dass er irgendwo hier in der Nähe versteckt ist. Den Dicken? Angeblich ist es eine Stadt, die Reichtümer vom Himmel fallen lässt. Oder ein Bohrer, der sich durch die Erde gräbt. Ich wäre ehrlich gesagt nicht überrascht, wenn sich beides als wahr herausstellt. Ja, ist gut möglich. Hier in der Palette ist wirklich alles möglich. Das wär's erstmal. In Ordnung. Komm wieder, wenn du deine Trinkmuskeln trainieren möchtest.